Olaf Möhle sorgt jetzt für Aufklärung. Seit Monaten sorgt Iris Klein für ordentlich Schlagzeilen. Nachdem sie behauptete, dass ihr Mann Peter eine Affäre mit Yvonne Wölke gehabt haben soll, trennte sich die TV-Bekanntheit. Jetzt will sich Iris wieder ins Datingleben stürzen. So machte die Mama von Daniela Katzenberger im Netz hin und wieder Andeutung, dass sie etwas mit dem Golflehrer am Laufen hat. Gegenüber Promiflash dementierte Olaf jetzt aber die Dating-Gerüchte. Promiflash erzählte der Golfer, dass zwischen ihm und Iris nichts lief. Iris Klein hatte zu keinem Zeitpunkt mit mir ein Date, obwohl ich Single bin. Die gemeinsamen Treffen hatten nämlich einen ganz anderen Hintergrund gehabt, wie Olaf ebenfalls verriet. Es war nur Golfunterricht, wie ich öfter mit anderen prominenten Personen habe. Dass Iris immer wieder die Dating-Gerüchte selbst anfeuerte, ging ihren Fans allmählich auf die Nerven. So lächerlich das Ganze. Immer wieder kindische, pubertierende Andeutungen, damit sie im Gespräch bleibt, oder Iris nutzt die Aufmerksamkeit gerade doch viel zu sehr aus. Will unbedingt in aller Munde sein und inszeniert irgendwelche Dates mit Möchtegern-Promis. Irgendwas ist da doch faul, wetterten einige User unter einem Promi-Flash-Post auf Instagram.